Heute möchte ich euch mal kurz ein Video machen zu dem Bayern-Ticket. Das Bayern-Ticket ist in ganz Bayern gültig. Das heißt, man kann an einem Tag so viele Fahrten, wie man möchte, machen. Von meinetwegen von München nach Augsburg, von München nach Ingolstadt oder Schweinfurt nach Sonneberg. Wobei Sonneberg ist immer so eine Sache, da muss man nochmal nachfragen. Schweinfurt, Nürnberg oder nach Würzburg. Also man kann auch 20 Fahrten an einem Tag machen. Und jetzt zeige ich euch mal kurz, wie man das Ticket kauft. Hier nochmal. Man kann maximum 5 Personen mitnehmen. Ich mache es euch ein wenig größer. Genau, einen Tag durch ganz Bayern fahren. Das günstigste kostet 25 Euro, aber nur für eine Person. Zweite Klasse. Genau, hier die Gültigkeit. Montag bis Freitag ab 9 Uhr morgens. Also jetzt wäre das schon möglich. Bis 3 Uhr am nächsten Tag. Also heute ist Freitag. Damit kann man fahren, wenn man es heute kauft, für heute kauft. Heute fahren bis 3 Uhr in der Nacht. Aber nur mit den Nahverkehrszügen. Also ICE oder IC geht nicht. Ja. Genau, hier die Preise. 2 Personen, zweite Klasse 33 Euro und so weiter. Genau, ganz toll auch. Das Ticket kann man auch in den meisten Großstädten oder in den meisten Städten in Bayern auch für Bahn, für Bus und andere Verkehrsmittel, öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Ja. Das werde ich jetzt nicht kaufen, weil es ab 18 Uhr gültig ist. Ich kaufe das jetzt für tagsüber ab 9 Uhr. Genau. Man kann das nicht umtauschen. Ja? Das Ticket ist so günstig, das kann man nicht zurückgeben. Ich werde jetzt hier den heutigen Tag auswählen. Zweite Klasse und ich nehme hier eine Person. Okay. Jetzt mache ich mal ein neues Kundenlogin. Ich gebe meine Daten ein. Ich gebe mal ein Wonder Languages. Die Gmail-Adresse von Wonder Languages. Ne? Speichern für die nächste Buchung. Okay, Benutzername habe ich jetzt die E-Mail bekommen. Vielleicht kann ich das ändern. Ein Passwort. Das werde ich jetzt mal nicht verwenden. Ich schreibe jetzt mal hier ein anderes, einfaches für mich rein. Hier wiederholen, das gleiche Passwort. Groß- und Kleinschreibung beachten. Wie lautet Ihr Lieblingsbuch? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das Buch ehrlich gesagt lautet. Ich gebe jetzt irgendwas ein. Ich mache jetzt einfach Test. Newsletter abonnieren, optional. Passwort sichern, okay. Okay, ich lasse jetzt meinen eigenen Namen hier drin. Und dann tippe ich die Adresse ein. Okay, Telefonnummer ist nicht obligatorisch.
Man kann das schreiben, aber muss nicht. Hier verschiedene Zahlungsarten. Ich nehme jetzt einfach mal Kreditkarte. Genau. Karte eingetippt habe und auf Weiter drücke, komme ich hier raus. Ich mache es wieder ein wenig größer. Also zweite Klasse, Bahnticket, eine Person für den heutigen Tag, 25 Euro, Ausweis mitnehmen, meine Kontaktdaten. Wenn ich etwas falsch gemacht habe, kann ich es hier ändern. Genau, per PDF. Zahlungsart kann man ja auch nochmal ändern, wenn man möchte. Und jetzt kaufen. Kommt man dann auch wieder weiter hierhin? War erfolgreich. Jetzt habe ich mein Ticket. Das kann ich entweder mit der App im Handy benutzen oder ich kann es speichern auf dem Handy, auf dem Tablet oder Computer, aber den werde ich nicht mitnehmen. Oder ich druck's aus. Im Zug, was brauche ich? Den Personalausweis natürlich. Digitales oder gedrucktes PDF-Ticket. Ja. Was können Sie noch für mich tun? Ich bin happy, ich bin glücklich, ich habe mein Ticket. Genau. Jetzt schaue ich nochmal hier, ob ich noch etwas für euch tun kann. Ihr müsst einfach, wenn ihr es kauft, schauen, wie viele Personen mitreisen. Ob ihr tagsüber fahren wollt oder lieber in der Nacht. Genau. Dann bedanke ich mich sehr für euch. Ah ja, genau. Das wollte ich euch noch mitgeben. Das Bayern-Ticket ist auch an Wochenenden gültig, ja? Also ihr könnt Montag bis Freitag damit fahren und auch Samstag, Sonntag. Auch Bayern-Ticket Nacht, hier steht Sonntag bis Donnerstag ab 18 Uhr. Ja, eigentlich immer, jeden Tag. Also lieben Dank für eure Zeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Tschüss.